Powered Extreme Energy in der Geschmacksrichtung Pfirsich. Also zum Geschmack gibt es nicht viel zu sagen. Es schmeckt eins zu eins genauso wie ein Pfirsicheis, wie man es kennt aus dem Lidl, Netto oder Penny. Da gibt es keinen Unterschied. Die Süße hat eine optimale Stärke und die Löslichkeit ist nicht einwandfrei. Also wie ihr sehen könnt, das ist sich was am Boden ab, aber es macht sich im Trinken nicht bemerkbar. Ja. Neben Pfirsich gibt es noch die Geschmacksrichtung Lemon und Orange, also drei Geschmacksrichtungen insgesamt. Beim Zusammenmischen solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, nicht zu viel Wasser zu verwenden, weil sich ansonsten der Geschmack sich schnell also verflüchtigt. Achtet einfach auf die Dosierempfehlung, sprich also eine Portion, das sind 10 Gramm, in 350 ml Wasser einlösen. Ja, bei der Zusammensetzung, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Es ist simpel, aber gut. Wir haben hier einmal 3,6 Gramm Tyrosin. Das hilft dem Körper dabei, Dopamin herzustellen. Also es ist eine stimmungsaufhellende Wirkung. Dann haben wir 3 Gramm Taurin, auch gut dosiert. Dann haben wir hier 1 Gramm L-Carnitin. Ich sehe nicht den Sinn darin, warum sie es hier reingetan haben, weil L-Carnitin hat keine Auswirkungen auf die Psyche. Es hilft, also soll angeblich dabei helfen beim Abnehmen. Ja, wie gesagt, keine Wirkung auf die Psyche. Dann haben wir hier 550 Milligramm L-Theanin drin. Das hat die gleiche Wirkung wie Koffein, nur dass es eben länger wirkt, also über einen längeren Zeitraum. Dann haben wir hier 550 Milligramm Citrullin. Das ist nicht für eine Pump gedacht, aber es soll die Adern ein bisschen erweitern und passiv dabei die Wirkung verstärken. Und dann haben wir noch Koffein mit 250 Milligramm, auch gut dosiert. Und zum Schluss haben wir das Ginkgo Biloba Extrakt. Das hat auch eine stimmungsaufhellende Wirkung, aber die Wirkung setzt erst ein, wenn man es dauerhaft einnimmt. Deshalb das hier und das hier, also L-Carnitin und das Ginkgo Biloba Extrakt, machen nicht so viel Sinn, warum sie es hier reingetan haben, aber ja, vielleicht verbessern sie es. Zu der Wirkung kann ich nur sagen, es hat die gleiche Wirkung wie mehrere starke also Kaffeetassen. Sprich, bei mir war es aber so, dass es nicht sofort eingesetzt hatte, sondern schleichend sich über diesen Zeitraum immer stärker und stärker wurde. Ich habe auch gespürt, dass ich wacher und fokussierter war. Also ich habe auf jeden Fall bei einer Portion was gespürt. Verglichen jetzt mit einem anderen Fokusboost, nämlich zum Beispiel Level Up, das was von der Zusammensetzung her ähnlich ist wie das Powered, Gewinn Powered. Weil beim Level Up sind die Dosierungen niedriger und eine Dose kostet 39,90 €, also fast 40 Euro. Das hier, das Power Up, kostet mit Versand 29,80 € und hat insgesamt 32 Portionen. Und eine Portion reicht vollkommen aus, um was zu spüren. Ja, also 29,80 €. Das macht einen Portionspreis von 93 Cent. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut, also was man bekommt und die Wirkung und so weiter, das passt einfach alles. Falls ihr zu der Gruppe gehört, die regelmäßig Energy-Drinks trinkt, sprich Synergy, Red Bull, was gibt es da noch, Monster, Rockstar und wie auch immer die alle heißen, dann empfehle ich euch mal, das hier auszuprobieren. Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, steht über den, die kommen nicht mal ansatzweise heran. Also das zum Beispiel das Synergy von More Nutrition hat nicht mal im geringsten die Dosierung hier und ich habe das auch schon ausprobiert. Es hat auch nicht die gleiche Wirkung wie das hier. Und es kostet 2 Euro, was habe ich bezahlt? 2,23 € oder sowas. Also auf jeden Fall kostet es über 2 Euro. Und das hier kostet pro Portion 93 Cent. Also wie gesagt, falls ihr zur Gruppe gehört, die regelmäßig Energy Drinks trinkt, probiert das mal aus. Ihr werdet, glaube ich, nicht unzufrieden sein damit. Also ihr werdet damit zufrieden sein. Gutes Produkt. Von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Aber nicht vergessen, den Rest verpassen. Bis dann, Leute. Tschüss.